Grüß euch, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Gruppenstunde. Mein Thema ist heute die Natur. Und da hat unser lieber Freund Bruno Gröning handschriftlich hat er geschrieben: Natürlich ist die Natur Gott. Ist ja auch ganz klar, der liebe Gott, er hat alles erschaffen. So auch die Natur wie uns Menschen, wie die Tiere, einfach alles hat er erschaffen. Ja, liebe Freunde, wenn ich in den Wald gehe, dann bitte ich immer um Einlass. Also ich stelle mich hin, mache die Hände auf und sage, ich bitte um Einlass in den Wald. Es ist ja so, wir wollen ja auch nicht, dass durch unsere Wohnung, unser Haus einfach alle Menschen oder vielleicht auch Tiere durchlaufen. Und so ist der Wald, das ist ja das Zuhause für die Bäume. Und ich glaube, die haben das auch nicht so gern, dass einfach jeder da durchrennt. Und deswegen bitten wir doch um Einlass in den Wald. Und was ich gleich vorneweg auch noch sagen möchte, nehmt ein kleines Sackerl mit, wenn ihr irgendwo in den Wald geht. Und wenn ihr einen Müll findet, den andere da hingeschmissen haben, nehmt ihn bitte mit. Die Mutter Erde wird es euch danken. Ja, was bringt uns so ein bewusster Spaziergang durch den Wald? Ich sage extra bewusster Spaziergang, weil wenn wir einfach durch den Wald durchrennen, jetzt war ich im Wald, ja, das bringt uns nichts. Aber wenn wir ganz bewusst und achtsam sind und wir nehmen einmal ein paar tiefe Atemzüge und atmen diese gute Luft, dann verbinden wir uns in der Natur. Also mir fällt es halt, ich rede jetzt von mir, mir fällt es in der Natur leichter, in der Gottverbindung zu sein. Also man kann ja überall mit Gott verbunden sein und das ist auch wunderschön und das mache ich auch so gut, wie ich es kann. Aber in der Natur, finde ich, ist es noch einfacher. Ja, und wir werden dann auch im Wald eine Freude fühlen, eine Leichtigkeit, wenn wir das zulassen. Wir müssen uns natürlich dafür öffnen. Und jetzt höre ich euch schon wieder sagen, ja, die Jemi, die hat es ja so gut, die wohnt ja in der Natur und die hat einen Wald und alles. Stimmt. Wenn ihr in der Stadt wohnt, in jeder Stadt gibt es einen Stadtpark. Und wenn es nur ein einzelner Baum ist, auch der ist die Natur. Oder schaut zu den Wolken im Himmel. Und die Freunde, die noch im Bett sind oder das Haus nicht verlassen können, dann schaut euch doch Naturvideos an. Auf YouTube gibt es so viele schöne Naturvideos. Oder schaut aus dem Fenster raus. Also man kann sie immer mit der Natur verbinden. Und wenn es wirklich ist, dass ihr da nichts seht und dass ihr keine Naturvideos anschauen könnt, dann stellt euch gedanklich einen Wald vor. Ein wunderschöner Wald mit wundervollen, lichtvollen Bäumen. Und dann seid ihr auch damit verbunden.
Und wenn ich in den Wald gehe, dann spreche ich mit den Bäumen. Also ich rede mit denen. Ich verzeihe denen was und ich bin dann aber auch still und schaue, ob ich vielleicht was fühle. Und ich berühre die Bäume, ich umarme es. Die sind ja genauso Wesen wie wir. Und was meint ihr, wie sich die Bäume freuen, wenn wir immer wieder in den Wald gingen? Die warten ja schon auf uns. Und die werden uns überschütten mit Liebe und Licht. Und wir bringen ihnen auch Liebe mit. Wenn man sich das vorstellt, dieser Austausch der Mensch und der Baum. Freunde, das ist wundervoll. Probiert es einfach mal aus. Die Bäume, die kennen keinen Hass, keinen Neid, keine Eifersucht. Sie sind einfach voller göttlicher Kraft. Und die Kraft, die Energie, die darf von mir aufnehmen, wenn wir uns dafür öffnen. Wir müssen offen sein dafür. Wenn wir schon mit einem Zorn und einem Groll in den Wald gingen, da werden wir auch so wieder rausgehen. Also wir müssen uns öffnen für das Gute und das Böse nimmer zulassen. Ja, die Bäume, die sind angefüllt mit der Liebe der Sonne. Stellt euch das vor, wenn die Sonne auf die Bäume scheint und die nehmen diese Sonnenstrahlen auf, diese göttliche Energie, und die geben es dann an uns weiter. Ist das nicht wundervoll? Das sind lauter Geschenke Gottes, die wir aufnehmen können, wenn wir es wollen. Wir haben einen freien Willen. Ja, liebe Freunde, verbinden wir uns mit der Seele der Bäume. Dieser geistige Austausch, das ist ganz was Wertvolles. Und geh mal leise durch den Wald, voller Demut. Und dann können wir alles Gute, was wir im Wald kriegen, können wir da mitnehmen. Wir können uns auch zum Beispiel unter einen Baum setzen. Und der spendet uns Schatten. Und dann können wir sagen, danke, lieber Baum, dass ich da bei dir sitzen darf und dass mir du Schatten spendest. Ja, wenn man sich das einmal überlegt, was für eine Macht und was für eine Kraft steckt in der Natur Gottes. Es ist ja unvorstellbar, weil es gibt kein gleiches Blatt. Jedes Blatt ist anders. Der Aufbau, das ist der gleiche. Genau wie bei uns Menschen. Aber wir sind ja alle unterschiedlich. Und so ist da auch. Jeder Baum ist anders, jeder Strauch, jeder Stein alles. Jedes Tier. Warum hat denn unser lieber Gott Vater diese wundervolle Natur geschaffen? Für uns. Damit wir da auftanken können, damit wir dort diese gute Kraft empfangen dürfen. Und natürlich können wir die daheim genauso empfangen. Es ist genau wie bei unserem Auto. Wenn in unserem Auto kein Benzin ist, dann fahrt es nicht mehr. Und was machen wir dann ganz selbstverständlich? Wir fahren zur Tankstelle, tanken wieder voll und das Auto fährt. Und was tun wir bei unserem Körper? Ja, er funktioniert heute nicht mehr. Ja, aber wir können ihn genauso auftanken, wie wir das Auto auftanken. Mit der guten, göttlichen Energie. Der Bruno hat gesagt, Gott kennt doch diese seine Erde ganz genau. Er zeigt sich in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit in dem, was er für uns geschaffen. Und wenn man da mal schaut, die Blumen in so vielen Farben und Formen und die Bäume, große und kleine und dicke und dünne, wie bei uns Menschen. Und die Blätter, die Sträucher, die Steine, das ist eine solche Vielfalt.
Und wenn man mal in die Gewässer schaut, besonders in die Meere, die Fische und ja, also ich finde das wirklich sowas, mir fehlen da die Worte, was der liebe Gott da erschaffen hat. Das kann man in Worte nicht mehr kleiden. Und dann Bruno hat sich schon als kleines Kind immer in den Wald gezogen. Und da hat er gesagt, hier erlebte ich Gott. In jedem Strauch, in jedem Baum, in jedem Tier, ja selbst in den Steinen. Überall konnte ich stundenlang. Es gab eigentlich keinen Zeitbegriff, stehen und sinnen. Und immer war es mir, als weite sich mein ganzes inneres Leben bis in die Unendlichkeit hinein. Denn mir das doch auch, wie es uns der Bruno vorgelebt hat. Geh mal in die Natur, in dieses Geschenk Gottes. Atmet mal ganz bewusst die gute Luft. Geh mal ganz bewusst, vielleicht sogar barfuß, das war natürlich noch besser. Und wir spüren dann das Moos und das Laub und die Erde und die Steine unter unseren Füßen. Wir spüren Mutter Erde. Ja, liebe Freunde, wenn es uns gut geht, dann gehen wir ganz schnell in einen Schlendergang. Das hat auch der Bruno Gröning gesagt. Wir haben einen Schlendergang. Und wenn es uns dann mal nicht so gut geht, dann wird gejammert und wir wünschen uns, dass wir in Wolke können, was wir dann nicht mehr können. Der Mensch ist schon oft sehr, sehr eigenartig. Und da möchte ich jetzt von Bruno Gröning was vorlesen. Was wissen Sie überhaupt von dem Göttlichen? Der Mensch erkennt erst dann, wie schön die Natur, das Göttliche ist, wenn er monatelang im Krankenbett liegen musste oder wenn er in einer Stadt leben musste oder von der Arbeit und Sorge und Elend überschüttet war. Und dann das Glück hat, in Gottes freier Natur zu sein, dann findet er es erst herrlich. Herrlich, das ist die Natur, das ist Gott. Dann empfindet er das alles wie ein Wunder, wie ein Märchen, wie schön und wie herrlich doch alles ist. Ja, liebe Freunde, warum muss uns erst schlecht gehen, dass man dann wieder das schätzt?
entstanden ist dieses alles durch die größte Drüse, und das ist die Leber. Das ist der Unruheherd, der ja der Herrscher sämtlicher Drüsen und Drüsenfunktion ist. Wenn ich hier auf die Karte schaue, so sehe ich auch die Farbe dieser Leber, die hier auf der Karte Russland heißt, auch mit der Gallenfarbe ausgezeichnet. Und das Herz, das Deutschland heißt, ist dadurch auch schwer erkrankt durch die starke Tätigkeit, indem eine Herzerweiterung, ein Herzklappenfehler, indem die Herzkammern in eine große Unordnung geraten, um die Giftstoffe wieder zur Ausscheidung zu bringen, ist restlos nicht möglich, da ja es sämtliches Blut bereinigt werden muss. Denn all dieses wird ja immer wieder über das Herz geleitet, dass er die Aufgabe hat, das Blut in den Kreislauf zu halten. Es ist die Unruhe, die ja sämtliche Organe in Bewegung, sämtliche Organe am Leben erhält. Auch, ich mich kurz ausdrücke, die eigentlich richtige Ernährung gibt. Wir haben hier noch mehrere Länder nach dem ABC aufgestellt. Und so werde ich in dem nächsten Band, das heißt auf dem nächsten Band, die nähere Auslegung darüber zu geben wissen. Aber die Hauptorgane bleiben hier nochmal, die, wie ich sie hier schon benannt habe. Als solche besitzt aber von menschlicher Seite noch keine richtige Zentrale, noch keine richtige Führung. Hier ist jedes Organ für sich. Hier hat jedes Organ das Bestreben, den Feind zu bekämpfen, aber ohne Zentrale, ohne Befehlsstelle. Hier ist jeder für sich abgeschlossen.
dass durch diese die Organe nicht auf die Dauer bestehen können, ist mit dem zu vergleichen, wenn ich den Kopf vom Rumpf trenne oder aber die Zentrale zerstöre, sodass dieser keine Befehle an die Befehlsstelle geben kann. Jeder tut gerade das, was er will, aber dieses ist bei weitem nicht das Leben, wie es das Leben so sein müsste. Wie ja diese Erde und alle Lebewesen dieser Erde unter einer Führung stehen, diese eine Führung ist die göttliche. Denn ohne Gott selbst könnten wir nicht existieren. Aber trotz alledem gehört es sich, dass auch auf dieser Erde wieder eine Führung entsteht, die über sämtliche Länder ihr Stimmrecht hat. Und zwar hier sich von Gott führen, von Gott die Befehle in sich aufnimmt, aufgenommen werden diese Befehle in der Zentrale, die dann weitergeleitet an die Befehlsstelle. Vater unser, der du bist in uns und um uns herum, heilig sei uns dein Name und deine Anwesenheit, wenn wir dich erkennen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf den Erden. Unser geistiges und körperliches Brot gibst du uns alle Tage. Du vergibst uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldigern mit der Kraft deiner Liebe. Du führst uns in der Versuchung, wenn wir deine Hilfe annehmen. Du stehst uns bei in jeder Situation, wenn wir es wollen. Dein ist das Reich, die Macht und die Herrlichkeit, ewig eingebettet in deine Unendlichkeit. Amen. Liebe Freunde, bräut mir die gute Kraft und ich möchte nur mal erinnern, wir stellen uns jeden Tag um 20.30 Uhr ein. Wir sind viele Freunde, die das lernen, gemeinsam, miteinander. Dieses Einstellen jeden Tag, jeder für sich. Ihr könnt euch ein Kerzerl anzünden, ihr könnt euch Healing hier sitzen. Es ist ganz egal, was für euch richtig ist. Und stellen wir uns doch da jeden Tag gemeinsam ein. Oder wenn ihr heute Zeit habt, immer. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Jemi.
Into thy hands I commit my spirit. I give it to you with all the love in my heart. For I love you, Lord, and so long to give myself. With a trust beyond all measure, Father, into thy hands I abandon myself. Into thy hands.